E.T. könnte einfach da draußen sein, denn hier auf der Erde wurden einige Entdeckungen gemacht, die darauf hindeuten könnten, dass wir von Außerirdischen besucht wurden. Das Problem ist, dass wir nicht alles wissen oder Dinge sehen dürfen, die eigentlich ein Geheimnis sein sollten, wie zum Beispiel außerirdische Objekte in der Erdumlaufbahn oder die Tatsache, dass ein riesiges UFO-Fragment vom Himmel gefallen und in Sibirien gelandet sein soll. Aber es ist unsere Nummer 1, die gesamte Alien-Gemeinschaft in Aufruhr versetzt. Schau dir dieses Video an, in dem Forscher gerade diese außerirdische Kreatur entdeckt haben, die niemand hätte sehen sollen. Nummer 11. Oumuamua. 2018 entdeckten Wissenschaftler ein zigarrenförmiges Objekt, das durch das Sonnensystem raste. Das Objekt mit dem Namen Oumuamua wurde für einen interstellaren Kometen gehalten, der von einem anderen Stern gestartet wurde. Bei näherer Betrachtung stellte sich jedoch heraus, dass Oumuamua immer schneller wurde, als ob es von etwas angetrieben würde. Einige Wissenschaftler glauben, dass es sich dabei um eine außerirdische Sonde handeln könnte, die von einem Lichtsegel angetrieben wird, einem breiten Stück Material, das durch die Sonneneinstrahlung beschleunigt wird. Viele sind immer noch skeptisch gegenüber dem seltsamen Objekt, über das derzeit viel diskutiert wird. Zurzeit befindet sich Oumuamua außerhalb der Reichweite irdischer Teleskope und wird vielleicht nie wieder gesehen. Aber ein Team von Wissenschaftlern sagte im Januar 2022, dass sie ein Raumschiff bauen wollen, um Oumuamua zu verfolgen. Nummer 10. Alienleiche oder Reptil? Die Menschen haben in Australien schon einige seltsame Dinge entdeckt und wieder einmal wurde in Queensland eine seltsame und bizarrere Kreatur gefunden. Ein Mann namens Alex Tan sah diese gruselig aussehende, aber sehr tote Leiche, als er an einem Strand spazieren ging und postete ein Foto davon in den sozialen Medien. Es gab verschiedene Theorien und Vorschläge, was es sein könnte. Während einige dachten, es könnte sich um ein totes Opossum oder ein Känguru handeln, meinten andere, es sei kein Tier. Die Tatsache, dass es einen echsenartigen Schwanz und menschliche Hände hatte, führte sogar zur Reptilientheorie. Wie immer konnten die Leute nicht aufhören, auf den außerirdischen Aspekt hinzuweisen. Und wenn du mich fragst, sieht das definitiv nicht wie ein irdisches Wesen aus? Nummer 9. Riesiges UFO-Fragment in Sibirien entdeckt. 2012 wurden die Bewohner eines abgelegenen Dorfes in Sibirien von einem großen Metallobjekt geschockt, das aus dem Weltraum auf die Erde fiel. Nachdem sie es in das Dorf geschleppt hatten, wurden Beamte von Roskosmos, der russischen Weltraumbehörde, hinzugezogen, um das Objekt zu untersuchen. Die Beamten waren sehr verwundert, denn das 200 Kilogramm schwere Objekt passte nicht in die Weltraumtechnologie. Es wurde festgestellt, dass das Objekt aus Titan bestand, aber nicht radioaktiv war. Selbst die NASA konnte das Objekt nicht richtig einschätzen, da es nicht wie ein Teil eines Raumschiffs aussah. Was genau war dieses Objekt also? Könnte es von einem außerirdischen Raumschiff abgebrochen sein, das sich beim Eintritt in die Erdatmosphäre auflöste? Nummer 8. Ruft uns E.T. an? Die Antwort auf seltsame Signale aus dem Universum sind nie außerirdische, bis sie es vielleicht doch sind. 2020 entdeckten Forscherinnen und Forscher einen äußerst rätselhaften Energiestrahl, der vom nächstgelegenen Stern zu unserem eigenen kam. Der nur 4,2 Lichtjahre entfernte Proxima Centauri beherbergt einen Gasriesen und eine felsige Welt, die 17% größer als die Erde ist und sich in der bewohnbaren Zone befindet, in der es möglicherweise auch flüssiges Wasser gibt. Das mysteriöse Signal schien sich bei der Beobachtung etwas zu bewegen, ähnlich wie ein Planet sich bewegen würde. Forscherinnen und Forscher sind begeistert, aber vorsichtig. Sie müssen erst herausfinden, ob ein Komet, eine Wasserstoffwolke oder sogar menschliche Technologie ein außerirdisches Signal imitieren könnte. Nummer 7. Der E.T.-Schwamm. Tief unten auf einem versunkenen Vulkan im Pazifischen Ozean liegt das, was Wissenschaftler den Wald des Seltsamen nennen. Der 2017 entdeckte Meereswald besteht aus seltsam geformten Korallen, wie sie Wissenschaftler zuvor noch nie gesehen haben. Einige ähneln krausen Flaschenhälsen, andere waren abgeflacht und harfenförmig.
Einige sahen wie langbeinige rosa Seesterne aus, die sich um Bäume wickelten, und andere wirkten wie gerüschte weiße Petticoats, die auf einem Zickzack-Stiel in die Höhe gehievt wurden. Unter den bizarren Kreaturen stach jedoch ein gläserner Schwamm mit einem melonenförmigen Kopf mit zwei Löchern hervor, der auf hohen Stielen saß. Er sah aus wie E.T., der Außerirdische mit den Google-Augen aus dem gleichnamigen Film von 1984. Die Koralle erhielt den treffenden Namen E.T.-Schwamm. 2020 erhielt sie den wissenschaftlichen Namen Advena Magnifica, der prächtige Außerirdische. Nummer 6. Kampfpiloten der US Navy begegnen UFOs. Im April 2020 gab die US Navy drei Videos frei, die die gesamte Gemeinschaft der Verschwörungstheoretiker begeisterte. Die drei Videos zeigen militärische Interaktionen mit UFOs in der Luft, die zuvor ohne offizielle Genehmigung von einer UFO-Forschungsgruppe veröffentlicht wurden. Die Aufnahmen wurden von Kampfpiloten gemacht und zeigen mysteriöse, flügellose Flugzeuge, die mit Hyperschallgeschwindigkeit unterwegs waren. Das Seltsame war, dass die Flugzeuge keine sichtbaren Antriebsmittel hatten. Die rätselhaften Flugzeuge wurden von FA-18 Hornet-Kampfpiloten aufgenommen, die sagten, sie hätten keine erkennbaren Flügel, kein erkennbares Heck und keine Abgasfahne. Die Veröffentlichung der Videos bedeutet, dass die US Navy anerkennt, dass es sich bei den Flugzeugen tatsächlich um UFOs handeln könnte. Nummer 5. UFO-Lichter in der Nähe von Austin, Texas. Dort gab es einige seltsame Berichte, in denen mehrere Menschen sagten, eine mysteriöse Reihe von Lichtern am Abendhimmel gesehen zu haben. Die Lichter, die in der Nähe von Bushy Creek zu sehen waren, sahen aus wie eine längliche Anordnung von grünlich-weißen Lichtern. Viele schworen, dass es sich bei den Lichtern nicht um ein von Menschen gebautes Flugzeug handelte, sondern eher um ein unidentifiziertes fliegendes Objekt. Einige hielten die Lichter für fortschrittliche Drohnentechnologie und meinten, es könnte sich um ein Training gehandelt haben. Aber wer kann schon sagen, was die Leute gesehen haben? Es sieht auf jeden Fall seltsam aus. Nummer 4. Atacama-Alien entschlüsselt. 2003 wurde in der chinesischen Atacama-Wüste ein 15 cm großes Skelett mit einem spitzen Kopf gefunden, das auf natürliche Weise mumifiziert wurde. Wissenschaftler konnten nun die DNA des Skeletts sequenzieren und untersuchen und damit viele Behauptungen widerlegen, dass es sich um ein außerirdisches Exemplar handelte, obwohl es trotz seiner geringen Größe die typische Knochendichte eines Sechsjährigen hatte. Die weibliche Mumie Ata entpuppte sich als Mensch. Sie stammte hauptsächlich von chilenischen Ureinwohnern ab, hatte aber auch einige europäische Vorfahren. Die Forscher entdeckten 7 verschiedene Anomalien in ihren wachstumsbezogenen Genen, aber sie sind sich nicht sicher, welche davon zu ihrer Skelettdeformation führten. Die Erforschung hat viele Jahre gedauert, aber bis es soweit war, hat Ata, wie sie genannt wurde, viele verblüfft, die dachten, sie sei tatsächlich eine Außerirdische. Nummer 3. 20.000 Jahre altes UFO-Wrack in British Columbia entdeckt. Peace River in British Columbia ist seit Jahrhunderten ein Highway für die indigene Bevölkerung, aber eine neue Entdeckung 2017 wirft die Frage auf, ob die Gegend ein Anlaufpunkt für intergalaktische Besucher gewesen sein könnte. Archäologen entdeckten ein Jahrtausende altes UFO-Wrack im Peace River-Tal, was UFO-Theoretiker zu der Annahme veranlasste, dass diese Stätte als außerirdischer Fluchtweg genutzt wurde. Das Wrack wurde im Waldgebiet des Peace River in der Nähe eines zukünftigen Wasserkraftprojektes gefunden, das im Tal gebaut wird. Laut Laboruntersuchungen ist das Metall, das an dem Wrack gefunden wurde, mindestens 20.000 Jahre alt. Das Artefakt, ob es nun außerirdisch ist oder nicht, wurde zur Untersuchung in das örtliche Museum in St. John gebracht. Nummer 2. Außerirdisch aussehender Klecks in Sydney gefunden. Als Harry Hayes an einem Montagmorgen im Vorort Marrickville von Sydney joggen war, stieß er auf etwas, das er vielleicht nicht hätte sehen sollen. Es war eine Kreatur, die niemand, nicht einmal Experten, identifizieren konnten. Harry postete ein Video von der Kreatur auf Instagram, das das Internet im Sturm eroberte. Viele hielten es für einen Außerirdischen, aber das wissen wir nicht wirklich. Vielleicht handelt es sich bei der Kreatur um eine unbekannte Tiefseespezies, auch wenn sie sehr weltfremd aussieht.
Es sieht auf jeden Fall aus wie ein Klecks ohne Gliedmaßen. Es könnte sogar ein deformiertes Meerestier sein. Man kann auf jeden Fall die Andeutung eines Auges sehen. Aber was auch immer es war, das Harry gesehen hat, es ist noch immer ein Rätsel. Nummer 1. Wahrheit über den Außerirdischen von Roswell enthüllt. Sieh dir unser Vorschaubild des Tages an, ein Bild des angeblichen Außerirdischen, das in der wissenschaftlichen Gemeinschaft eine ernsthafte Debatte auslöst. Jahre nach dem berühmten Roswell-Zwischenfall von 1947, bei dem Dias eines gefangenen Außerirdischen ausgestellt wurden, hat sich nun herausgestellt, dass es sich bei den Fotos in Wirklichkeit um die mumifizierten Überreste eines toten Kindes handelt. Die gesamte Gemeinschaft der Verschwörungstheoretiker über Außerirdische ist erschüttert, nachdem sie jahrelang geglaubt haben, dass 1947 in der Nähe von Roswell ein Außerirdischer auf die Erde abgestürzt ist. Medienberichten zufolge kamen fast 6000 zahlende Kunden nach Mexiko, um die Roswell-Filme zu sehen, während Tausende weitere $20 zahlten, um das Ereignis auf einem speziellen Online-Pay-Per-View-Kanal zu verfolgen. Leider haben sich alle Behauptungen inzwischen in Luft aufgelöst, nachdem Tony Braglia, ein Hauptforscher, der sie analysiert hatte, eine erstaunliche öffentliche Entschuldigung abgegeben hat. Der angeblich tote Außerirdische war in Wirklichkeit ein indianisches Kind, das in der verlassenen alten Stadt Mesa Verde lebte. Einige behaupten jedoch, dass es sich bei dem Foto tatsächlich immer noch um einen Außerirdischen handelt. Was denkst du darüber? Sag es uns in den Kommentaren unten und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren.